Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück hier zum FIFA 16 Karriere Let's Play. Diesmal haben wir auch wieder ein Auswärtsspiel, das zweite schon in Folge gegen Mönchengladbach. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir hier eventuell wieder Punkte mitnehmen können. Beim letzten Spiel war es ähnlich, da hatten wir Schalke auf Platz 4 oder 5. Und damals hatten wir leider 0-1 knapp verloren. Jetzt könnten wir hier eventuell punkten. Es wird aber wieder sehr schwer. Ich bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Ich habe jetzt mal Ulm anstatt Ronny vorne ins ZOM, in den ZOM-Bereich genommen und werde jetzt noch mal kurz die Rollen anpassen, weil ich meine, genau, Freistöße. Haben wir denn nicht irgendeinen Linksfuß, der einigermaßen Freistöße schießen kann? Nein, warum sind die alle so schlecht? Das ist ja unfassbar. Kacke, die alle Freistöße schießen können. Das ist ja wirklich unfassbar. Lange Freistöße kann dann wohl am ehesten Junglas machen. Ulm macht das, der Elfmeter macht auch Klos und Kapitän. Wobei Elfmeter würde ich gerne Ulm schlagen lassen, der ist nämlich gut in Elfmetern mit 78. Okay, und dann können wir das auf jeden Fall speichern für diese Partie hier, für dieses Spiel. So, falls wir einen Elfmeter kriegen, haben wir auf jeden Fall den richtigen Schützen schon mal dort. Das ist auch nicht verkehrt und jetzt werden wir ins Spiel einsteigen gegen Mönchengladbach. Bin ich mal sehr gespannt und ich hoffe, dass wir hier wieder punkten können, denn zuletzt läuft es ja in der Liga nicht mehr ganz so gut. Wir haben natürlich auch gute Gegner hier gehabt und da brauchen wir auf jeden Fall, das war schön. Ja, wunderbar, sehr gut. Boah, hat der einen losgelassen. Naja, hat sich ja im Sommer gut gehalten. Ah, steht natürlich völlig im Abseits. Oh, nicht schlecht. Na gut, lassen wir es mal dabei bewenden. Also Flanken kann man schon ordentlich spielen, wenn die Leute die Laufwege ordentlich bestreiten. Und heute wird auch wieder ein anstrengendes Spiel. Das war gut, glaube ich, Ronny aus der Mannschaft zu nehmen. Denn der hat einfach nicht die Ausdauer. Wenn es dann noch schwer regnet wie hier, dann wird es richtig, richtig schwer. Deswegen war es, glaube ich, keine so schlechte Idee. Ja, unsere letzten Spiele haben wir da doch viel verloren, auch wenn wir eine immer noch super Bilanz haben mit nur 7 Gegentoren. Das hilft dir halt nicht, wenn du jedes Mal knapp mit 0-1 oder 1-2 verlierst. Dann hast du trotzdem ruckzuck die Punkte liegen lassen. Es wird interessant werden hier in Mönchengladbach, weil wir doch die unterlegene Mannschaft für so ziemlich jeden Bundesliga-Gegner sind. Und das macht sich individuell halt bemerkbar, wie letztes Mal, wo Schalke da aus dem Nichts eine Torchance gezaubert hat, den Rest des Spiels kaum was gerissen bekommen hat, wir allerdings auch nicht. Und dann verlierst du halt mal ganz schnell solche Spiele, auch äußerst knapp. Rogota und Raphael sind auf jeden Fall gute Leute, gerade Raphael ist auch sehr, sehr gut drauf momentan. Es wird schwer, aber wir geben uns unsere beste Mühe und ich hoffe, dass wir dann hier auch möglichst mindestens mit einem Punkt, wenn nicht sogar mit dreien rausgehen können. Vielleicht haben wir ein bisschen den Überraschungsfaktor heute nötig. Jetzt aber erstmal der Angriff vorgetragen über die linke Seite von Hazard und Kollegen. Schön gemacht. Aber das ist kein Problem für Wolfgang Hesel letztlich. So. Hier haben wir den Ball jetzt auf Caligiuri. Hier wird wieder früh gestört und deswegen ist der Ball auch sofort wieder weg. Sehr gut gemacht von dem Gegner. Da kann ich wenig gegen tun im Aufbauspiel, weil irgendwo muss der Ball halt auch mal hin. Sehr gute Chance. Sieht gleich ganz gut aus. Johnson und Hesel hat den Flankenball aber sicher. Spielt erstmal auf Junglas, der spielt weiter auf Klos und auf Himmel, auf Himmlein, ja, oh, Ulm kommt da nicht zum Kopfball, Stranzel setzt sich im letzten Moment noch durch und macht es genau richtig, denn die Flanke kam gut, da wäre Ulm sicher bereit gewesen, den reinzumachen. Einfach den Ball jetzt hier in Sommer reinschlagen. Ganz schwache Ecke. Wer spielt hier überhaupt? Wer ist das da oben? Schütz. Guter Kopfball dort.
glaube, Florian Dick hat die Ecke geschlagen, aber die war wirklich. Oh, was war das für Fehlpass? Holy shit, und dann läuft er in den Gegner. Oh, wie dumm. Das ist bitter, wenn man dadurch Duelle verliert und dann so eine Konterchance bekommt. Ne. Esel hat diesen Schussversuch aber sicher. Okay, gut gemacht. Na, Schuppan setzt sich wieder nicht durch. Schade. Hätte ich mehr von erwarten können eigentlich von dem Ball. Ne. Das wird hier alle noch nichts. Hazard, da wurde jetzt gerade eben ein Spieler von mir auch aufgehalten. Nee, gibt glaube ich Eckball, oder? Bin mir nicht sicher, oder? Abstoß. Abstoß, okay. Und jetzt gibt es erstmal den langen Ball nach vorne rein. Oh, Hämlein lässt durch. Das war aber eine ganz komische Aktion. Den wollte er glaube ich gar nicht durchlassen. War wieder so eine technische Unzulänglichkeit. Und Junglas boxt den Ball ins Aus. Das musste jetzt auch nicht sein. Wenn er den Ball schon erläuft, dann kann er eigentlich auch. Oh, okay, und Unsicherheiten auf beiden Seiten, alles klar. Er zeigt es an. Ich möchte lieber, dass Florian Dick einwirft, denn der wirft etwas weiter ein. So wie zum Beispiel hier. Nein, er kommt nicht durch. Oh Mann, wie blöd, wie bitter, wie scheiße. Oh Gott. Oh, was für ein schlechter Ball. Oh, holy shit. Also die sind alles andere als gefestigt, möchte ich mal behaupten, auf diesem schweren Geläuf heute. So. Tom Schütz erstmal. Okay, spielt den Ball auf Müller. Der kommt immerhin in die Richtung von Klos, auch wenn es nicht ganz gereicht hat. Aber es war ja schon mal nicht so mega verkehrt hier. Der Ball muss zurückgespielt werden, also Angriff erstmal unterbunden hier. So, diesmal hat Themlein sich nicht sozusagen verarschen lassen. Okay. So, Schuppan, wir behalten die Geschwindigkeit bei. Lassen den erstmal aussteigen hier. Den Gegenspieler und machen es. Nein, zu spät. Das war zu langsam gedacht einfach. Der Ball musste schneller kommen, dann wäre es super gefährlich geworden. Der hätte nämlich dann Klos erreicht, aber so ist es jetzt nichts geworden. Ah, ärgerlich alles. Es läuft einfach nicht rund momentan in der Offensive. Wir kriegen die Sachen nicht ordentlich zu Ende gespielt. Oh, der Ball war nicht schlecht abgenommen von Rugotta, aber dann doch irgendwie nicht wirklich gefährlich genug. Ja, ein weiter Abstoß hier. Auch da kann sich Himmler nicht durchsetzen. Sieht immer ein bisschen gefährlich aus am Anfang, aber ist es im Prinzip dann doch nicht. So dass das hier auch keinerlei Gefahr ist für niemanden. Nee, Junglas dreht sich da doppelt um. Kann immerhin jetzt noch den Ball erhaschen. Super, super Ball auf Müller. Wohin? Wohin? Oh Gott. Das ist ja wohl nicht Müller sein Ernst gewesen. Oh Gott. Was ein schlechter Ball. Ja, es sieht wieder nach einer torlosen ersten Hälfte aus. Genau wie im letzten Spiel gegen Schalke auch. Und dann hatten wir halt eine individuelle Aktion von Schalke, die das Spiel entschieden hat. Das war natürlich echt bitter. Aber was willst du halt machen? Ja, solche Fehler werden nämlich dann bitterböse bestraft. Dass der nicht reingeht, ist schon fast Blasphemie, weil normalerweise treffen die Gegner da regelmäßig. Schauen. Ziehen wir erstmal Spiel eine Breite hier. Der Gegner stört wieder sehr, sehr früh. Ja, aber gut gespielt. Auf Hämlein hier. Ne, Wendt
Mit dem Eckball. Okay, das war geschickt letztlich von Hämlein, auch wenn das vielleicht nicht so geplant war. Haben wir hier immerhin einen Eckball rausgeholt. Müller. Boah, und Stranze vor seinem Keeper. Ich glaube, der wäre da nicht mehr dran gekommen. Ein erneuter Eckball. Ist wieder eine gute Gelegenheit. Nee. Freistoß, okay. Na gut, das war natürlich kein Tor. Aber immerhin haben wir hier mal aus den Standards etwas versucht zu machen und es hat auch nicht schlecht ausgesehen. Okay, Jonas. Klos kommt frei zum Schuss und Sommer kann nochmal parieren. Das war natürlich kläglich. Das hätte eigentlich sitzen müssen, wenn du den so bekommst, den Ball. Und Sommer pariert aber auch fantastisch. Oh, und Ulm. Tor. Alles klar. Okay. Jetzt darf gefeiert werden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hier. Die Nachspielzeit war eigentlich schon abgelaufen. Gibt es hier die letzte Ecke und diesmal steht Ulm richtig. Also Dick, seine Ecken kommen heute richtig gut an. Sommer ist da auch viel zu spät rausgelaufen. Und dann kann Ulm da irgendwie den Kopf noch hinhalten. Tolle Variante. Wenn es halt spielerisch nicht läuft, dann muss man auch mal über die ruhenden Bälle dran ans Spiel kommen. Und das hat diesmal super geklappt. David Ulm hier mit seinem Tor war also bis hierhin schon mal die richtige Entscheidung, ihn anstelle von dem leicht angeschlagenen Ronny spielen zu lassen. Und ja, 1-0-Führung zur Hälfte in Mönchengladbach ist schon mal ein Teilerfolg. Wenn wir das Ganze jetzt noch nach Hause nehmen, dann bin ich also absolut zufrieden. Dann haben wir sogar Big Points hier gelandet gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber noch müssen wir eine Halbzeit noch weiter durchspielen. Ich werde jetzt mal ein bisschen auf Defensive gehen, natürlich, weil ich möchte mich hier nicht vorführen lassen oder ähnliches. Ne, konnte ich mich wieder nicht durchsetzen hier. So. Ne. Warum geht Hesel da nicht irgendwo hin? Ich verstehe es nicht. Die kam zwar hoch rein, aber den kann er haben. Das ist mir völlig unverständlich, wie man das nicht anders verteidigt. Schuppan und Hesel völlig abseits von Gut und Böse an der Stelle. Gleich wieder um 2 Punkte mindestens gebracht. Das ist ärgerlich. Da sind sie einfach nicht gefestigt genug. Da hilft einem die Gegentorstatistik auch nichts. Nein, 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 das ist viel zu schwach. Oh Gott, und Hämlein scheitert an Sommer. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja wirklich nicht. Traoré, Ibrahima Traoré hier. Sehr gut. Chaka, Wendt, Hazard. Und nochmal Chaka. Und Hesel muss abklatschen lassen. Okay. Kein schlechter Fernschuss von Chaka. Ja, hier wird Gladbach sich natürlich nicht zu Hause zufrieden geben, dass wir hier. Okay, und Hesel macht das hier irgendwie. Und warum da der Gegenspieler sich nicht gegen Raphael durchgesetzt hat, weiß auch nur. Ja, weiß niemand. Hesel muss nochmal parieren. Wieder schöner Schuss von Traoré diesmal. Also, Gladbach ist jetzt wieder wach. Jetzt wird es richtig hart hier. Da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht noch in Rückstand geraten. Stranzl haut aber erstmal den Ball völlig daneben. Das war schwach. Okay. Florian Dick hier. So. Okay. Oh, er wird da doch weggefault. Was ist denn das für ein Schiri hier? Das muss er pfeifen. Lächerlich. Also das wirklich lächerlich. Warum hat er da hingespielt? Ich habe doch nach unten gezogen.
Was ist das denn für ein Wichs wieder hier mit FIFA? Und das wird nicht gepfiffen oder was? Ja, natürlich wird das gepfiffen, deswegen schleiche ich auch den Ball weg. Mann, ist die Schiri-KI manchmal affig hier. Hauptsache eben, das Weggrätschen wurde nicht gewertet, ne? Ja, was denn? Verpiss dich. So, jetzt gehe ich aber auch mal ein bisschen aggressiv ran. Dann ist es auch egal hier. Dann ziehen wir halt andere Bandagen auf. So, zack, wieder abgetropft der Ball aber neben das Tor. So. 10-5 Schüsse, also verdient. Hätte Mönchengladbach natürlich jetzt inzwischen tatsächlich eine Führung. Das Laufduell können sie nicht gewinnen hier. Und dann Sonnenball wieder von Tom Schütz. Ich verstehe nicht, warum der so schlechte Passwerte hat, ey. Also ich verstehe es schon, wenn ich den in echt spielen sehe, ist es auch nicht besser, aber ich verstehe halt nicht, warum der so schlecht da drin ist. Das ist unglaublich, wie man solche Bälle im Gegner versenken kann. Das macht einem jedes Spiel kaputt. Nicht nur, dass der das gegnerische Spiel kaputt macht, der macht das eigene auch regelmäßig immer kaputt. Das ist echt schlimm. Super, super gesehen. Ja, das war zu einfach gegen Müller von Korb. Der darf sich da so den Ball nicht abspitzen lassen. Boah, ist der tot, der Gegenspieler. Den habe ich richtig umgeholzt. Das tut mir leid, das war jetzt keine Absicht. Den hat er so richtig weggenatzt. Es gibt bestimmt gleich noch Gelb. Zumindest könnte ich das gut nachvollziehen. Ah, oh, fast. Den hätte ich fast noch mitnehmen können, diesen Ball. Aber, naja. Fast ist immer noch der kleine Bruder von Scheiße. Ich wiederhole mich zum 10. Mal, aber es ist halt so. Oh Leute, immer ist ja, ja, der Ball weg. So, was machen wir jetzt? Wir müssen wechseln. Es ist schon viel zu spät eigentlich fürs Wechseln. Müller schlecht, Schütz schlecht. Ach Gott. Das ist aber auch immer eine Geschichte. Burner eine 4,0, wofür auch immer. Das ist natürlich Pech. Dass die jetzt so schlecht bewertet werden, verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, rechts kann ich nicht so wirklich wechseln, ne? Schwierig, schwierig. Was machen wir jetzt? Bären für Schütz. Ich mache jetzt einfach mal zwei Wechsel hier erstmal. Dass wir ein bisschen frische Luft reinkriegen in die Partie. Oh, ich habe es nicht gesehen. Nein. Oh, Gott sei Dank weggehauen. Das habe ich im Ansatz gerade noch erkannt. Mann, aber manchmal sieht man die Spieler, weil die so verdeckt sind, auch gar nicht mehr. Nee. Oh Gott, Bart Finne mit einem riesen Einstand hier. Nee, Stranzel macht das gut. Oh, Stindl lässt ihn einfach stehen. Na, ja, das ist halt individuell eine ganz andere Klasse hier, ne? Nein, den hat Hese. Das ist kein Thema. Junglas haut den erstmal weg. Das war richtig so. Ach, Ulm. Und dann hält er den Fuß genau zum Gegner hin. Das ist doch dumm. Also, das ist richtig, richtig dumm, was die hier spielen. Boah, Hese mit der Glanzparade. Ey, boah, der hält hier noch gerade so den Punkt fest. Und ich wechsle jetzt auch mal das dritte Mal durch. Es ist mir jetzt egal. Ronny kommt jetzt nochmal für Ulm rein. Ich weiß, Ulm hat gut gespielt, aber ich kann Ronny nun mal nicht rechts einsetzen. Oh, Jungs und Mädels, ey, jetzt macht mir hier nicht noch Kummer. Genau, gut weggeschlagen von Behrendt, der Ball. Gibt nochmal Einwurf für Gladbach. Ah, es ist ärgerlich. Behrendt, geh dir hin. Oh Mann, das macht er wieder nicht richtig. Raus. Erstmal raus. Erstmal raus damit. Ganz richtig so. Und wieder kann Gladbach einwerfen. Allerdings ist meiner eigenen Hälfte. Warum wählt er mir die Spieler nicht an? Ich kriege manchmal echt einen Vogel hier bei der Anwahl. Nein, dummer Abpraller wieder. Ach, es ist doch zum Kotzen, dass nichts funktioniert hier. Nee. Stranzel macht das zu intelligent, als dass man ihn da ausspielen kann, logischerweise. Schön. Ne, aber Ronny kommt nicht dran. Er ist halt auch nicht der Allerschnellste. Na, da. Naja, Klos macht das gut, aber letztlich gibt es wieder einen Einwurf für einen Gegner. Boah, ja.
Ja, das wird jetzt gleich abgepfiffen. Das wird jetzt gleich abgepfiffen. Junglas aber vorher nochmal auf Klos. Hey, was ist das denn? Um Himmels Willen, das war ein Foul. Aber sowas von dicke. Das war jetzt schon, hatte schon fast eine taktische Natur hier. Wobei ein Gefallen tut er sich damit natürlich nicht. So, Stindl mit der Gelben. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich hier die Rollen einstelle. Weil jetzt haben wir natürlich das Problem. Linke Freistöße kann Ronny machen. Elfmeter könnte Ronny machen. Da ist er schon eingestellt. Junglas macht nicht die langen Freistöße, sondern bitte auch Behrend. So, und dann haben wir linke Ecke Ronny. Das passt auch. Okay, dann können wir das jetzt so lassen. So, Lars Stindl nochmal in der Ultra-Nachspielzeit mit der Gelben. Nochmal Gelb. Nein, der Schiri hat auch wieder keine Linie drin. Alles klar. Oh, Sommer. Im Last Moment. Und Abpfiff. Naja, immerhin ein Punkt gegen Gladbach. Das ist schon mal nichts Schlechtes. Ich hätte mir mehr erhofft nach dem Siegtreffer, naja, nach dem Führungstreffer, Entschuldigung, aber es hat nicht sein sollen. Denn wir haben einmal richtig gepennt und das wurde sofort abgestraft. Das ist eben genau das, was ich meinte mit der individuellen Klasse und da können wir einfach nicht mithalten. Deswegen ist ein Punkt hier auch schon durchaus in Ordnung. Viel mehr kann man hier nicht erwarten. Florian Dick hat eine gute Leistung gebracht. Ja, die Abwehr sonst nicht so sehr. Junglas war noch gut. Tom Schütz nicht so gut, Ulm war gut und Müller auch nicht sonderlich. Also links ist nach wie vor echt unsere Achillesferse auf der linken Seite. Da haben wir keine guten Leute. Müller kann da nicht so richtig zurande kommen in letzter Zeit. Also, ich hätte ganz gerne bei den Übungen einen Jopek mal rausgenommen und würde ganz gerne den Shenzi nehmen. Der hat nämlich auch als vielversprechender Spieler durchaus einige Möglichkeiten. Der könnte natürlich übers Dribbling kommen. Machen wir doch einfach mal mittlere Dribbling-Geschichte hier und simulieren alles durch, dass wir den auch gleich trainieren immer. Immerhin mit einem B schon mal. Okay, alles klar. So, Trainingseinheiten aufgebraucht. Und als nächstes gibt es wieder Spiele der Nationalmannschaft. Da bin ich immer gespannt. Internationales Testspiel. Die nächste Testspielreihe erwartet uns. Und zwar werden wir gegen Mexiko zunächst spielen. Und das sind ja eigentlich immer zwei Spiele am Stück. Das nächste ist dann gegen Russland auswärts. Ja gut, das ist ja klar, auswärts ist ja logisch. Erst gegen Mexiko, dann gegen Russland. Das ist auf jeden Fall spannend. In der Liga geht es dann weiter gegen den SC Freiburg und gegen Hannover 96. Da werde ich auf jeden Fall mir mehr erhoffen wie 0 oder 1 Punkt, weil die Mannschaften, die kann man schon besser bespielen, wie jetzt hier Schalke oder Mönchengladbach. Ansonsten auf Platz 8, ganz so schlecht stehen wir immer noch nicht da. Wir sollten allerdings aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo nachher im Niemandsland versacken. Man muss aber auch sagen, Freiburg steht auf dem letzten Platz mit 8 Punkten, Berlin mit 10, Augsburg mit 11. Das ist alles, Mainz hat auch nur 11. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt, von daher sieht das bisher eigentlich relativ gut aus. Hannover ist euer direkter Tabellennachbar und Freiburg, wie gesagt, der Letztplatzierte, da müssen wir auf jeden Fall Punkte holen. Da gibt es auch keine Ausreden. Die haben unentschieden immerhin gegen Hamburg noch gespielt, die auch auf dem 13. nur stehen. Ich denke, da können wir schon noch ein bisschen was machen. So. Hier könnten wir eigentlich auch mal gucken, ob wir mal einen Scout anhören. Warum haben wir 42 Millionen Budget? Was ist denn hier passiert? Seit wann? What the fuck? Wo habe ich denn 42 Millionen Budget her? Was zum Fick? Was zum Geier? Was ist hier passiert? Woher haben wir hier über 40 Millionen Budget? Hallo? Spiel? Was war das? Gut. Okay, wir könnten in der Winterphase wohl doch noch ein bisschen aktiv werden im Transferfenster. Gut, dass ich das mal gesehen habe. Das kann ich mir ehrlich gesagt gerade nicht erklären, wo diese Millionen auf einmal herkommen. Irgendwo müssen sie ja herkommen, aber ich frage mich gerade, wo.
habe ich irgendwie so ein Geschenkpaket aufgemacht hier aus dem, aus diesem Bereich hier mit diesen Klamotten hier, die man kaufen kann. Da gibt es ja auch irgendwelche Karriereboosts. Ich hatte eigentlich gedacht, diese Karriereboosts, ich habe mir letztens nämlich welche mal geholt. Ich habe eigentlich gedacht, die wären dann für eine neue Karriere, dass man die am Anfang auswählen kann als Option. Dass der mir jetzt hier 40 Millionen reinhaut, ist mir eigentlich, also ich nehme das gerne an, finde das natürlich jetzt alles andere als realistisch. Das kann ich jetzt höchstens so verkaufen, dass ich sage, irgendwie, keine Ahnung, Dr. Oetker oder irgendeine andere Firma hat auf einmal zig Millionen locker gemacht, was irgendwie auch ein bisschen unrealistisch ist, aber was weiß ich, komisch. Gut, naja, egal. Dann haben wir halt über 40 Millionen Budget und können uns noch ordentliche Spieler im Winter kaufen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Alles klar. Naja, da werde ich mal schauen, gerade unsere linke Seite, die wir jetzt hier nicht sehen, da müssen wir hier drauf schwenken, hier mit Müller. Also da will ich wirklich jemanden haben, auf den ich mich verlassen kann. Klar, wir hätten hier so einen wie Afane, aber der ist halt auch noch jung, ist beweglich, hat Balance und alles Weitere, aber der ist halt, boah, der ist halt in der Arbeitsrate dann auch wesentlich schlechter und deswegen, ich weiß ja nicht, also könnte man natürlich auch mal probieren, ihn einfach mal einzusetzen und mal zu gucken, wie er spielt. Den haben wir ja länger nicht gesehen, glaube ich. Das wäre auch eine Idee. So, Ronny von Anfang an wieder, ist vielleicht auch nicht verkehrt, wobei natürlich Ulm das Tor gemacht hat. Ja, Caligiuri hat jetzt Formtief, warum auch immer. Das ist ja eh mal ein bisschen random in FIFA. Na gut, ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Es kommen jetzt ja eh erstmal noch die Länderspiele und dann schauen wir mal in der Liga auch weiter, wie wir hier verfahren mit dem Kader, gerade wenn es jetzt in Richtung Winter geht. Denn den 14. November haben wir schon. So ganz lange bis zur Winterpause ist ja nicht mehr. Und dann schaue ich auch noch mal in der Scouting-Abteilung, was wir da machen können. Okay, bis dahin macht's gut. Ciao.